Die Taufe ist nicht ein erdichtetes Sinnbild. Das Taufsakrament ist nicht die Handlung eines Augenblicks, sondern eine von bleibender Bedeutung. Denn wenn auch die Verrichtung derselben schnell vorübergeht, so dauert doch das, was sie bedeutet, bis zum Tode fort. Ja, bis zur Auferstehung am jüngsten Tage. Das, meine Lieben, lasset uns wohl bedenken. Sehr schön gesprochen. Kleine Kerl. Nun ist er halt einschlafen. Nun will er nicht mehr von wissen. Den Pasta hat er vielleicht angetrotzt mit dem Wasserkahn. Das waren denn doch zu bunt. Dann schrie er aber los. Schlaf. Sieh doch, Käthe, was für lange Wimpern er hat. Die ganze Mutter. Ach, das wünsche ich mir gar nicht. Mir soll er gar nicht ähnlich werden. Ein kräftiger Junge. Diese Fäuste. Oh, Fäuste hat der wie ein Goliath. Und was für ein starkes Brustkästchen. General. Der nimmt das mal mit fünf, nur Frau Oberamtmann. Na, wissen Sie. Der hat ein gesundes Blut. Diese Person. Aber tüchtig ist sie doch. Ich freue mich, dass du es so gut getroffen hast. General, du lieber Gott. Aber, Käthe... Mir ist ja gar nichts. Natürlich ist dir was. Na, ist ja kein Wunder. Du bist noch angegriffen. Komm, ruh dich ein paar Minuten aus. Aber nein, es ist ja schon wieder gut. Leg dich doch einen Augenblick hin. Aber bitte nicht, Mama, bitte nicht. Es muss ja auch gleich gegessen werden. Kind, was machst du bloß für Geschichten? Aber lass gut sein. Jetzt habt ihr den Jungen und wird schon alles werden. Ja, und es wird viel vernünftiger werden. Ach, wenn es man würde... Denk bloß dran, wie er sich gefreut hat, als der Junge kam. Und der wird noch der reine Kindernarr, verlass dich drauf. Das ist immer so. Ehe ohne Kinder, das ist nichts. Das ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Sieh mal, wir haben uns hingeschleppt 4 Jahre, dein Schwiegervater und ich. Das war gar kein Leben. Dann schenkte uns der liebe Gott den Johannes. Da fing unser Leben erst an, Käthchen. Warten wir ab, wenn das dumme erste Vierteljahr wird vorüber sein, was du für Spaß haben wirst an dem Kinde. Nein, nein, du kannst ganz zufrieden sein. Du hast einen Jungen, du hast einen Mann, der dich lieb hat. Ihr könnt ohne Sorgen leben. Was willst du mehr? Naja, es ist sicher Unsinn. Es ist ja ein... Ich mache mir wohl wirklich manchmal unnütze Sorgen. Mein Gott, ich plaudere hier so lang und dabei habe ich... Es ist mir schrecklich, immer nur zusehen zu müssen, wie du dich hier abmischst. Das ist nicht der Rede wert. Das sind Ferien am Müggelsee für mich hier bei euch. Wenn du erst gesund sein willst, dann lass ich mich von dir bedienen. So, der Schmerz wäre überstanden. Aber Sie haben es doch ganz gut ausgehalten, Herr Braun. Ja, ich hätte lieber malen sollen. Schande, solches Wetter um die Ohren zu schlagen. Sie holen es schon wieder ein. Wir sind alle durch die Bank schlappiers, leider. Aber so eine Taufe hat doch was. Haben Sie Johannes beobachtet? Ja, ziemlich aufgeregt, war er. Ich dachte immer, es würde was geben. Hatte schon Angst, er würde dem Pastor in die Rede fallen. Ein Stoß war das aber auch nicht zu fassen. Aber Herr Braun. Nicht doch. Bin ja sonst ganz zufrieden. Vielleicht male ich sogar mal sowas. Sicher eine feine Sache. Ist das Ihr Ernst, Herr Braun? Wenn ich das male, da muss einem aus dem Bild so ein erinnerungsschwerer Duft entgegenschlagen. So ein Gemisch, wissen Sie, von Weißwein, Kuchen, Tabak und Wachskerzen. So angenehm schwummerig muss einem zumute werden. So jugenddusselig. So. Ja? Johannes, bist du nur sehr gerührt? Kann ich nicht gerade behaupten. Wie steht's mit dem Essen? Draußen auf der Veranda, dachte ich. Wie, ist schon gedeckt draußen? Ist es nicht recht? Ich dachte... Okay, bitte tu nicht wieder so zimtig, ich fress dich nicht auf. Ja, ich hab draußen decken lassen. Naja, es ist ja auch sehr gut so. Du tust manchmal gerade, als ob ich ein Menschenfresser wäre. Brumm da nicht so. Als ob ich ein richtiger Haustyrann wäre. Das musst du dir nun wirklich bald mal abgewöhnen. Aber der ist doch manchmal nicht. Na, wenn schon, das ist auch kein Unglück. Für meine Natur kann ich eben nicht. Wehr dich doch, lass dich doch nicht gleich unterkriegen. Ich weiß nicht, was mir so zuwider ist, als wenn jemand so geduldig tut. So.
Madonnenhaft. Reg dich doch nur nicht so unnütz auf. Ist doch alles nicht der Rede wert. Ich bin keine Spur von aufgeregt. Es ist wirklich merkwürdig, wie ich immer gleich aufgeregt sein aber soll. Aber Johannes... Ja, also schön, ihr wisst ja besser. Schluss, reden wir von was anderem. Ja. Mit der Zeit wird es langweilig, das ewige Seufzen. Was ist? Ach, gar nichts, die alte Geschichte. Ich habe wieder Stich in der Brust. Stich wieder? Ja, du, das ist wirklich nicht zum Scherzen. Ja, alter Hypochonder, die Predigt sitzt dir im Knochen. Also nimm es mir nicht übel, wenn ich... An andermal vertrage ich es vielleicht besser als gerade heute. Also vielen, vielen Dank, Herr Pastor. Vielen Dank. Käthe. Glück zu. Von ganzer Seele. Der liebe Gott möge seine Hand über euren Jungen halten. Erlauben Sie, dass ich Ihnen auch die Hand schüttle, Herr Braun. Dankeschön. Johannes, mein Junge. Vater. Ich freue mich für dich. Nochmals Gottes Segen. Gottes reichen Segen. Danke, Herr Pastor. Vielen Dank. Und nun, lieber Herr Pastor, dürfen wir Ihnen etwas anbieten? Oh nein, ich danke. Ich danke vielmals. Aber ein Glas Wein doch gewiss. Ich hole eine Flasche. Aber bitte keine Umstände, hören Sie. Keine Umstände für mich. Darf ich weißen, oder? Ah, wie Sie wollen, ganz wie Sie wollen. Aber wirklich keine Umstände, wenn ich bitten darf. Sie werden uns doch die Freude machen, Herr Pastor, ein einfaches Mittagessen. Sehr schön, sehr schön, liebe Frau Fockerath, aber ich bedanke mich. Aber mein lieber Pastor, das müssen Sie uns wirklich zuliebe tun. Hören Sie meine Predigt morgen. Wenn wir Sie alle recht schön bitten. Ja. Und meine Predigt morgen, wer soll die halten? So. Ein Glas werden Sie uns doch jedenfalls nicht abschlagen wollen. Das nicht, nein. Vater. Also dann. Also auf das Wohl des Täuflings. Dass er seinen Eltern nur Freude bereiten möge. Das gebe Gott. Mhm. Ja, ja. Schön haben Sie es. Schön eingerichtet sind Sie. Sehr geschmackvoll, hören Sie. Und all diese Bilder, diese Porträts, das ist wohl... Aber ich möchte dir vorschlagen, im Garten draußen ist so reizend jetzt. Viel wärmer als hier im Haus. Naja. Vielleicht gehst du mit Herrn Pastor. Ich kann dir eure Gläser rausbringen lassen. Eine bunte Gesellschaft. Das sind wohl Ihre Lehrer, Herr Doktor. Jawohl. Das heißt mit Ausnahme von Darwin natürlich. Darwin. Ach ja. Ernst Haeckel. Ernst Haeckel. Autogramm sogar. Der ist also Ihr Lehrer gewesen. Ich bin recht stolz darauf. Aha. Meine Tochter hat recht, lieber Pastor. Es ist draußen wirklich viel wärmer. Wenn es Ihnen recht ist, ich nehme unsere Gläser und den Wein mit. Schön, aber nur ein paar Minuten. Der Mensch, Herr Oberamtmann, der Mensch ist nämlich kein Ebenbild Gottes mehr. Hören Sie. Der Affe nämlich, wollte sagen, die Naturwissenschaft hat da rausgekommen. Warum lachst du denn? Ich freue mich. Du freust dich? Ja, soll ich nicht? Bitte. Sag mal, bin ich zu direkt gewesen? Ein bisschen. Da kann ich Ihnen eben auch nicht helfen. Das vertrage ich nicht, wenn Sie mich provozieren wollen. Das war ja immerhin noch sehr milde. So? Wer weiß, ob er es überhaupt gemerkt hat. Ist mir aber doch sehr unangenehm. Du hast also wieder was zu ärgern. Sie sollen mich aber auch in Frieden lassen. Wenn mir mal die Geduld heißt, dann... Das wäre nicht schlecht. Ihr seid doch reine Gesinnungsprotzen. Aha. Was kann mir schon daran liegen, dem alten Herrn die Wahrheit zu sagen? Siehst du, wenn du mir so kommst, dann heilst du mich augenblicklich von meinem Ärger. Dann wird mir sofort klar, dass es einfach kindisch ist, sich über solche Leute irgendwie aufzuregen. Gerade so, als wenn ich mich darüber aufregen wollte, dass die Kiefer Nadeln und keine Blätter hat. Objektiv muss man eben sein. In der Wissenschaft vielleicht, aber nicht im Leben. Ach, dieser ganze Kram ist mir so verhasst. Könnt euch gar nicht denken, wie. Ja, mir auch oft genug, aber deshalb ewig heulen und flennen. Von heulen und flennen ist gar nicht die Rede, wenn man auch mal ein bisschen stöhnt. Das ist Lufthunger. Weiter nichts. Ich stehe mit dem Leben gar nicht so schlecht. So bankrott wie du bin ich jedenfalls noch lange nicht. Kann schon sein. Da spielst du Charakter auf. Nicht im geringsten. Naja, bankrott, bankrott, was heißt das überhaupt? Du bist ebenso wenig bankrott wie ich. Wenn ich nur lieber dem Alten und dem Pastor nicht die Laune verdorben hätte.
meine Arbeit liegt mir auch auf der Seele. Soll ich schon wieder über 14 Tage nichts tun können? Du machst dir was vor, mein Lieber. Du gestehst dir nur nicht ein, wie miserabel es ist. Im Winter, pass mal auf, wie gemütlich wir es hier machen werden. Und wie du dann arbeiten wirst. Das vierte Kapitel ist übrigens fertig. So? Sieh mal das Manuskript. 12 Seiten Quellenangabe allein. Das ist Arbeit. Ich sag dir, da werden die Perücken wackeln. Hoffentlich. Sieh mal zum Beispiel hier, Moment. Da. Der psychobiologische Aufbau. Bitte, lieg ich jetzt nicht vor. Ich bin in keiner Stimmung dafür. Ein andermal. Ich hatte auch gar nicht die Absicht. Es wird ja auch gleich gegessen. Ja, ja. Du solltest dir mal den Kleinen ansehen. Es ist zu komisch, wenn der schläft. Solche Fäuste macht er immer. Das ist zum Schießen. Na komm schon. Wollen wir? Ach nee, ich glaube, ich habe keinen Sinn für Kinder. Du. Besuch? Weiß ich. Ich gehe lieber in den Garten. Ach, Frau Lehmann. Ich wollte mir bloß mal nachsehen. Nehmen Sie mir nicht übel, Frau Vorgerath, aber ich suche meinen Untermieter. Den suche ich schon die ganze Zeit. Morgen, Frau Lehmann. Braun ist hier. Moin, Herr Doktor. Wie geht's Ihnen denn, Frau Lehmann? Kommen Sie rein. Mir ist es ja nicht so gut gegangen. Ich habe meinen Alten müssen fortjagen. Ach. Es ging nicht mehr. Was Sie sagen. Aber das... Ja, sehen Sie, Frau Vogerath, wenn ich nicht so schwächlich wäre. Ich habe zu meinem Alten gesagt, Adolf, sag ich, jedumann in Jottes Namen bei deine Brüder. Bei deine Saufbrüder, sag ich, jedumann. Ich will mir für meine 5 Jahren schon alleine schinden. Sieh du zu, wo du was herkriegen tust und denn jahre dir man immer feste durch die Jorl, habe ich gesagt. Immer feste. Du hast ja keinen Verstand mehr, sag ich. Aber was hilft das alles? Wenn man ehrlich ist und arbeiten kann, sag ich immer, und die paar Fenje zusammenhält, dann wird das ja irgendwie weitergehen. Oh ja, der liebe Gott lässt so schnell nehmen. Wollten Sie nicht Braun sprechen, Frau Lehmann? Ach, Entschuldigung, das hätte ich jetzt wirklich um ihn her vergessen. Das ist ein Fräulein draußen, die ihn sprechen will. Eine Bekannte von Herrn Braun? Ja, so sagt sie. Aber die hätten Sie doch mit reinbringen sollen. Sie möchten Herrn Braun sprechen? Ja, bitte. Wollen Sie nicht näher? Ich muss vielmals um Verzeihung bitten. Es ist mir sehr peinlich, Sie zu belästigen. Aber ich bitte Sie. Frau Lehmann sagte, ich hätte Herrn Braun ja auch vielleicht ein andermal treffen können. Ja, ja, ich werde Herrn Braun sofort rufen. Nehmen Sie doch inzwischen Platz. Ich danke vielmals. Und ich werde mir nur schnell wieder dünne machen. Den Weg zurück werden Sie doch alleine finden, Fräulein. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Begleitung. Darf ich Ihnen eine Kleinigkeit... Danke. Das ist mein Handgeld heute. Wahrhaftchen J. Leicht ist nicht. Aber lieber doch das Fell ganz in Jaffa kaufen, als wie mit so einem Saufhaus. Wiedersehen, Frau Vogerath. Wiedersehen. Dann Lehmann. Bitte, Fräulein. Wollen Sie nicht doch einen Augenblick Platz nehmen? Danke sehr. Es ist mir wirklich peinlich, Sie zu stören. Bitte Sie. Kommen Sie aus Berlin, wenn ich fragen darf? Ja. Ich bin zum ersten Mal da. Ach. Ja, ich wollte mir einmal Berlin ordentlich ansehen. Ja, Berlin ist sehenswert, aber so geräuschvoll. Oh ja. Sie kommen woher, wenn ich... Ich bin die letzten Jahre in Paris gewesen. Ach. Haben Sie Verwandte dort? Nein, ich studiere. An der Universität? An der Universität. Also Studentin sind Sie. Und das viele Lernen, gefällt Ihnen denn das? Ach, ganz gut. Bis zu einem gewissen Grad. Fräulein Ma, Sie? Nochmals, ich bedauere aufrichtig, gnädige Frau, Sie gestört zu haben. Aber bitte, mein Fräulein, sind Sie verwandt mit Herrn Braun? Nein. In Paris haben wir uns kennengelernt, auf der Ausstellung. Ach, ja, dann Sie entschuldigen mich. Es hat mich wirklich gefreut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Ist das zu fassen? Ihre Wirtin ist schuld daran, dass ich Sie bis hierher... Das ist ja vorzüglich. Ist immer noch alles vorzüglich? Sie haben sich scheint's gar nicht verändert. Meinen Sie? Na, nun legen Sie erst mal ab. Wo denken Sie hin? Ich wollte nur mal sehen, was Sie machen. Nach Ihrem großen Gemälde wollte ich mich hauptsächlich erkundigen. Kann man es schon bewundern? Ja, aber noch nicht mal die Leinwand dazu.
Und Sie hatten mir so fest versprochen. Der Mensch denkt und der Kutscher lenkt. Also nochmals, legen Sie ab. Ich habe Sie nun wiedergesehen, Herr Braun, und hoffentlich... Nein, Sie müssen hier bleiben. Hier? Ja, wissen Sie nicht, wo Sie hier sind? Bei Johannes Fockerath. Sie kennen ihn doch zur Genüge aus all meinen Erzählungen. Hier ist übrigens Taufe heute, Sie kommen gerade zur rechten Zeit. Also, das geht gar nicht. Ich habe noch mehrere Wege zu erledigen und... Die Geschäfte sind doch alle geschlossen. Ich habe auch noch Bekannte zu besuchen. Ach, Hannes! Ich bitte Hannes. Sie... Ja? Erlauben Sie, mein Freund Johannes Fockerath, Fräulein Anna Mahr. Sehr erfreut. Ich habe schon so viel von Ihnen gehört, gnädiges Fräulein. Denkt ihr, Fräulein Mahr will gleich wieder weg? Das würde aber meiner Frau und uns allen sehr leid tun. Wollen Sie uns nicht den Nachmittag schenken? Ich weiß wirklich nicht. Bitte. Wenn ich nicht lästig falle. Ach, durchaus nicht. Ich werde sofort meiner Frau sagen. Käthe? Ihr Freund ist sehr liebenswürdig. Ein bisschen zu sehr vielleicht. Wieso? Nur so. Aber wenn er auf seine Arbeit kommt, dann wird er unverdaulich. Wenn Sie den Nachmittag hierbleiben, dann liest er Ihnen bestimmt gleich aus seiner Arbeit vor, wetten? Was ist das für eine Arbeit? Philosophisch, kritisch, psychophysiologisch, was weiß ich. Dafür interessiere ich mich sogar, wenn Sie sich erinnern. Und dann kommen Sie hier sobald nicht wieder weg. Warum? Ja, und? Geht doch bitte mal zu Käthe rein, beruhig Sie ein bisschen. Ein Rippchen stünde zu weit raus bei dem jungen Mann. Ach nee. Weil es hat ja gar keine Bedeutung, aber geht doch mal. Ja. Sie macht sich unnütz Sorgen. Schön, ich gehe schon. Meine Frau lässt sich entschuldigen. Sie kommt in einigen Minuten. Sie hat mir aufgetragen, ich soll Ihnen zwischen unseren Garten ein bisschen zeigen, wenn es Ihnen also gefällig ist. Gern. Wir haben nämlich ein recht schönes Grundstück. Das heißt, es ist alles nur gemietet. Das Wundervolle daran ist der See. Unser Garten geht direkt bis ans Wasser. Zwei Kähne haben wir auch. Kennen Sie den Mückelsee? Ich hasse nämlich die Stadt. Mein Ideal ist ein weiter Park mit einer hohen Mauer ringsherum. Da kann man dann ganz ungestört seinen Zielen leben. Ach, Epikur. Naja, ganz recht. Ja, ich versichere Ihnen, ich habe keine andere Möglichkeit. Ist Ihnen nicht zu kühl? Oh nein, danke, ich bin abgehärtet. Aber das mit der Rippe ist das ganz natürlich. Du bist richtig beklommen zumute. Und weshalb? Ich habe direkt Herzklopfen. Sie sind eben noch nervös. Ist sie sehr stolz? Wer? Die Dame. Die Mahr. Keine Spur. Ich würde mir was einbilden, wenn ich... Da unterschätzen Sie sie nun wirklich. Ich habe einen richtigen Respekt vor ihr. Ein bisschen arrogant ist sie wohl manchmal, aber das gewöhnt man ihr ab. Da hat Hannes einen Bogen liegen lassen von seinem Manuskript. Versteht sie davon was? Ich glaube schon. Ach so. Unser eine spielt solchen gebildeten Wesen gegenüber immer eine so armselige Rolle. Ach, ich weiß auch nicht viel. Ich habe auch nicht studiert. Ganz gescheit ist sie, naja. Aber deshalb... In meiner Mädchenzeit hatte ich das reine Quasselwasser getrunken. Das ging den ganzen lieben Tag lang über nichts und wieder nichts. Also das habe ich mir doch wenigstens abgewöhnt. Aber jetzt traue ich mich wieder gar nichts mehr. Jetzt fürchte ich mich schon, überhaupt ein Wort zu reden. Mama, rechne auf eine Person mehr zum Essen. Wer kommt denn? Das Fräulein. Wer? Ach so, ja. Man ist wohl halb verpfuscht. Man müht sich. Aber was nutzt das? Das ist alles zu spät. Ist sie jung? Wer? Das Fräulein Ma. Ich weiß nicht mal, wie alt sie ist. Ich bin schon 28. Ja. Naja, da geht's abwärts. Rapide abwärts. Ich bin soweit. Die Geschichte soll wirklich passieren. Herr Neigebauer. Herr Neigebauer. Wünschen Sie vielleicht noch was? Herr Neigebauer. Es war nämlich ein Begräbnis auf dem Lande bei unserer Frau. Da stehen nun die Leidtragenden um den Sarg, wissen Sie. Auf einmal rührt sich was. Es mochte einer mit dem Stuhl gerückt haben oder so. Es rührt sich was. Alle fahren zusammen. Nur der Kirchendiener, der fasst sich ein Herz, der ist couragiert. Der geht nur ganz vorsichtig zum Sarge hin und klopft an. Herr Neigebauer, Herr Neigebauer, wünschen Sie vielleicht noch was? Hören Sie, das ist echt. Ich kenne die Kirchendiener. Also, ach bitte, dass die so windig kalt wird. Also Herr Pastor, ich bitte Sie. Wenn es denn sein muss, hören Sie. Aber... Aber wo ist denn Johannes? Und das Fräulein?
Na, das ist aber nicht nett von Johannes. Das ganze schöne Essen wird verkauft. Na, da sehen Sie es, Pastor. Zwischen Lipp und Kelch ist rein. Schwebt der finstere Nächtehand. Ja, ja, ja. Ach, das war wohl die Dame. Wir haben ein Pärchen gesehen auf dem See draußen. Nicht wahr? Ja, ja. Wir werden wohl hinausgerudert sein. Ach, ich denke, wir fangen an. Ja, wer nicht kommt zur rechten Zeit... Da kommen Sie ja schon. Das war aber auch höchste Zeit. Oh, kommen wir zu spät? Na, gerade noch zurecht. Ich bitte um Entschuldigung, wir hatten... Es war so wundervoll auf dem Wasser. Ach so, gestatten Sie, Herr Pastor Colin. Guten Tag. Und mein Vater. Guten Tag. Und meine Mutter. Guten Tag. Wir kennen uns schon. Und das ist meine Frau, Frau Ma. Guten Tag, Frau Fockerath. Guten Tag. Ich freue mich. Ja, darf ich dann wohl draußen zu Tisch bitten? Ja. Aber den Löffel hätte ich mich doch selber holen können. Du sollst doch nicht so viel rumlaufen. Aber so schwach bin ich doch gar nicht mehr. Übrigens, das ist eine ganz gescheite Person. Wenn man bedenkt, wie sich so ein Mädchen durchs Leben schlagen muss... Die weiß oft nicht, wovon sie leben sollen. Du weißt, der Braun hat uns immer davon erzählt. Eigentlich sollten wir sie auffordern, ein paar Tage hier zu bleiben. Ne? Wenn du willst. Der Pfarrer toastet, geh schnell wieder raus. Wir können doch nicht beide fort sein. Und du? Ich komme gleich nach. Aber was hast du denn? Nichts. Nichts, gar nichts. Na also... Guten Morgen, Mama Fockerath. Guten Morgen, Freund Anna. So zeitlich schon auf den Beinen? Wir nehmen den Wein ab, Ihr Sohn und ich. Das war auch die höchste Zeit. Süßer wird er doch nicht. Sind Sie mir nicht böse, wenn ich Sie Mama Fockerath nenne? Ach, ich wäre so glücklich, wenn Sie es mir erlauben würden. Ich bin Ihnen überhaupt sehr dankbar, dass Sie mir erlauben, hier zu sein. Aber Fräulein Anna, aber ist Ihnen denn nicht kalt, so leicht angezogen? Sehr schön frisch ist. Aber das macht mir nichts. Wundervoll ist die Luft. Die Pfähle im See, die, an denen die Kähne festgemacht sind, die waren schon ganz weiß bereift dort früh. Überhaupt ist's hier wunderschön. Kann ich Ihnen etwas helfen? Wenn Sie mir die Zuckerdose rüberreichen wollten. Dass man so glücklich sein kann, in einer Familie, das war mir bisher ganz fremd. Man muss sowas nicht berufen. Sind Sie abergläubisch? Nein, nein, es stimmt schon. Der liebe Gott meint es ja ganz gut mit uns. Aber alles ist gerade auch nicht so, wie es sein könnte. Ich wüsste wirklich nicht. Sie sind doch alle so glücklich miteinander. Das dürfen Sie nicht sagen. Da haben Sie auch recht. Man soll auch nicht undankbar sein. Einstweilen ist es hübsch, dass wir Sie hier bei uns haben. Sie sind ein guter Geist für unseren Johannes. Ihr Sohn hat ein sehr gutes Herz. Fast ein bisschen zu weich. Wieso? Überhaupt. Gestern zum Beispiel, da haben wir einen Betrunkenen getroffen. Die Kinder kamen gerade aus der Schule. Auch die Erwachsenen ließen ihn nicht in Ruhe. Vor dem Müggelschlösschen war ein richtiger Auflauf. Ja, ja, sowas kann er nicht leiden. Da ist er dann nicht zu halten. Da hat er sich schon so viel Unannehmlichkeiten zugezogen. Und finden Sie das nicht gut? Was nützt denn das alles? Was nützt denn alle Güte? Wenn er noch so gut ist, seinen rechten Glauben hat er halt auch verloren. Und darum liegt auch kein Segen über seiner Arbeit. Immer Unruhe, immer Hast. Wenn er was dabei herauskäme. Aber man sieht's doch. Er kommt ja überhaupt nicht vorwärts. Und wie war der Junge früher? Alles staunte nur so. Mit 13 Jahren Sekundaner, mit 17 hat er das Gymnasium durch. Und heute? Heute haben sie ihn fast alle überholt. Heute sind welche, die nicht halb so begabt waren wie er, längst im Amt. Das ist doch im Grunde ganz natürlich. Das beweist schließlich nur, dass er über das Hergebrachte hinaus will. Dafür gibt ihm aber doch kein Mensch was. Was nützt ihm denn das alles, wenn er sich dabei aufreibt? Da wollte ich doch 100-mal lieber, dass er ein Beamter wäre oder sowas. Und das ganze Grübeln Grübeln sein ließe. Lassen Sie sich dadurch nicht Ihre gute Laune verderben. Es kommt halt manchmal so über mich. Es ist wundervoll jetzt draußen auf der Veranda. Kommen Sie doch. Wollen Sie nicht?
Nein, nein, ich erkälte mich nur. Ich habe hier noch zu tun. Aber gehen Sie, Mann. Und bringen Sie Johannes mit. Das Frühstück ist gleich fertig. Morgen, Mutter. Morgen, Käthe. Na, wie hast du geschlafen? Siehst aber nicht gerade zum Besten aus. Und der Kleine kam zweimal. Da habe ich wachgelegen eine Zeit lang. Du solltest schon nachgeben, Mädel, und die Arme allein mit dem Kleinen schlafen lassen. Das weißt du doch, das tue ich nicht. Am Ende wirst du es noch tun müssen. Philippine ist mein Kind. Und so ein kleines Kind ohne Mutter. Ich lasse mich doch nicht von ihm trennen. Aber Mädel, wer denkt denn sowas? Kaffee? Soll ich dir ein Brötchen machen? Ach ja, bitte. Wo ist denn Johannes? Sie nehmen den Wein ab. Er und das Fräulein. Sie ist sehr nett, nicht? Ich hab sie ganz gern, das muss ich sagen. Sie weiß sehr viel und ist sehr klug. Aber sie will so gar nicht glänzen mit ihrem Wissen. Und Johannes, findest du nicht, dass er immer richtig vergnügt jetzt? Weil er nun wohl mal jemanden hat, von dem er seine gelehrten Sachen auskramen kann. Das ist sehr wichtig für ihn. Könnte schon sein. Ach, da sind sie ja beide. Schön, dass ihr kommt. Guten Morgen, Käthe. Oh, was für kalte Hände sie haben. Ja, guten Morgen, Anna. Morgen, mein Liebes. Morgen. Wie siehst du bloß wieder aus? Wie so ein krankes Hühnchen. Hm? Aber ihr bringt Kälte herein. Nächstens müssen wir wirklich heizen. Na, kommt nur jetzt. Der Kaffee wird uns noch ganz kalt. Na, nur urteilt doch mal selber. Wie sieht Fräulein Ma heute aus und wie hat sie vor 8 Tagen ausgesehen, als sie ankam? Es geht mir zu gut hier. Ich werde abreisen müssen. Man merkt die Landluft. Und wer hat sich dagegen gesträubt und gesträubt? Was wird wohl Papa jetzt machen? Oh, er wird sich tüchtig bangen nach dir, ne? Na, er hat zu tun. Die Wintersaat ist zwar drin, aber er schreibt, ich soll mal bleiben, solange ich hier nötig wäre. Hm. Wird er dich abholen? Wenn ich ihm schreibe. Er benutzt ja gern jede Gelegenheit, euch mal wiederzusehen. Und nun noch gar seinen Enkel. Der Papa, der muss ja wohl wirklich bald zu ihm. Was wäre allzu egoistisch von uns, wenn wir... Erst schaff du dir andere Backen an. Notfalls wäre ich ja auch noch da. Ich verstehe auch zu wirtschaften. Vorläufig gehe ich auf keinen Fall. Morgen. Morgen, Herr Braun. Morgen. Morgen. Und was führt dich denn schon so zeitig her? Ich wollte nach Berlin Farben holen aus meiner Bude. Hab leider einen Zug versäumt. Na, das passiert ja nicht zum ersten Mal. Morgen ist auch noch ein Tag. Gehen denn nicht mehr Züge? Die sind mir zu teuer. Ich fahre nur Arbeiterzug. Und der fährt nur ganz zeitig. Aber malen kannst du doch noch. Ohne Farben. Kommst du also mal wieder ins Bummeln? Einen Tag früher oder später berühmt. Und überhaupt die ganze Malerei. Lieber Schach spielen, was? Wenn du nur für sowas mehr Sinn hättest. Aber dein Meer hat keine Hilfen, mein Lieber. Du lebst ohne Pausen. Na so was. Na komm, setz dich, komm. Danke. Was hast du denn da mitgebracht? Eine ganz interessante Sache. Frühstück doch ein bisschen mit uns. Ja, das tue ich sehr gern. Ich habe nur ganz flüchtig... Was hast du denn da für einen Schmöker? Schmöker? Das sind die Künstler von Garschin. Aha, das ist ein sehr gutes Buch. Ja, ja. Heute früh im Bett habe ich es angefangen zu lesen, deshalb habe ich auch den Zug versäumt. Es handelt von zwei Künstlern. Einem naiven und einem sogenannten denkenden Künstler. Der Naive war Ingenieur und wird Maler. Der Denkende steckt die Malerei auf und wird Schullehrer. Ah, und warum? Scheint ihm wichtiger, Lehrer zu sein. Wie kommt er denn zu dem Entschluss? Warten Sie, es ist das Einfachste, ich lese Ihnen die Stelle vor. Bitte. Dankeschön. Der ehemalige Ingenieur hat den Maler in eine Dampfkesselfabrik geführt. Die Leute, welche die Arbeit im Innern des Kessels verrichten, werden nach einiger Zeit gewöhnlich taub von dem fürchterlichen Geräusch des aufschlagenden Hammers. Und deshalb werden sie von den anderen Arbeitern in Russland die Tauben genannt. Aha. Ja, so einen Tauben zeigt der Ingenieur dem Maler bei der Arbeit. Ja, ja, wie's. Da sitzt er vor ihm im dunklen Winkel des Kessels, in einem Knäuel zusammengeballt, in Lumpen gehüllt, vor Müdigkeit fast zusammenbrechend. Mit seinem bläulich-roten Gesicht rinnt der Schweiß herunter, seine gequälten, aber breiten, eingefallenen Brust. Warum schreibt man denn solche schrecklichen Sachen? Da kann doch niemand Spaß dran finden. Muss denn immer gelacht werden?
Das sag ich nicht, aber man muss doch seine Freude haben können an der Kunst. Man kann viel mehr haben an der Kunst als bloß seine Freude. Der Maler in diesem Buch ist auch nicht erfreut. Er ist in seinem Innersten erschüttert und aufgewühlt. Denk doch mal an die Landwirtschaft, Mutter. Da muss der Boden auch aufgewühlt werden. Alle Jahre mit dem Pflug. Mhm. Wenn was Neues drauf wachsen soll. In dem Maler zum Beispiel, da wächst was Neues. Er sagt sich, solange noch das Elend existiert, ist es ein Verbrechen, irgendetwas anderes zu tun, was nicht unmittelbar darauf abzielt, dem Elend abzuhelfen. Mhm. Mhm. Elend hat es zu allen Zeiten gegeben. Ah, die Idee, Lehrer zu werden, ist aber doch ziemlich abwegig. Wieso? Zumindest ist es was Nützlicheres als Bilder malen und Bücher schreiben. Also wie hoch du deine Arbeit bewertest, musst du selber wissen. Ich für meinen Teil denke nicht so gering von meinem. Und du gestehst dir es nicht ein? Und ich gestehe mir es ein. Was gestehe ich mir nicht ein? Eben das. Was? Dass deine ganze Schreiberei ebenso zwecklos ist wie meine. Was für eine Schreiberei? Deine psychophysiologische. Davon verstehst du doch nichts. Liegt mir auch gar nichts dran. Dann stehst du auf einer Bildungsstufe. Dann bist du ein armseliger Ignorant. Spiel doch nicht wieder deine Bildung aus. Auf meine Bildung pfeife ich, das weißt du ganz genau. Aber fest steht... Das sagst du 100 Mal. Doch guck dir der Bildungshochmut aus allen Nähten. Hören wir besser auf. Das sind heikle Sachen, die jeder schließlich mit sich selber ausmachen muss. Wieso heikel? Es hat keinen Zweck. Also bitte drück dich doch klar aus. Es hat keinen Zweck. Sehe jeder, wie er es treibe. Treibe ich so schlimm? Nicht schlimmer, nicht besser als alle Kompromissler. Entschuldige, wenn ich dir darauf keine Antwort gebe. Ihr habt radikale Phrasen gedroschen und ich habe euch ein für alle Mal gesagt, dass ich das nicht mitmache, deshalb... bin ich ein Kompromiss. Johannes. So drückst du es aus. Aber immer hast du nur für das Alte und Überlebte in jeder Form gegen uns das Wort geführt. Dadurch hast du deine Freunde schließlich von dir fortgetrieben und dich völlig isoliert. Die Freunde, die ich von mir forttreiben konnte, auf die pfeife ich. Aha. Seit wann denn? Ach, ich gebe dir jetzt keine Antwort mehr. Schönen Dank fürs Frühstück, Frau Fogart. Wollen Sie denn schon gehen? Ich habe noch was zu tun. Nun mach doch keinen Unsinn, komm. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Also dann tu, was du nicht lassen kannst. Ich weiß nicht. Ihr schwärmt immer von dem Braun. Also ich habe ihn nicht so gern. Bitte tu mir die einzige Braun Liebe. Braun ist wirklich nicht sehr nett. Mischt euch doch nicht immer in meine Angelegenheit. Ja. Seid ihr schon fertig? Ja. Wohin wollt ihr denn? Den kleinen Baden. Mutter? Ich habe in der Küche zu tun. Rudern wir heute Morgen? Ach, ich habe keine Lust mehr. Aha. Ich begreife nicht, dass ein Mensch wie Braun... Haben seine Äußerungen einen so tiefen Eindruck auf Sie gemacht? Das sind alte Geschichten, die wieder aufgerührt werden. Und ja, die soll man besser ruhen lassen. Solange man rückwärts blickt, kommt man nicht vorwärts. Wahrscheinlich haben Sie recht, lassen wir es. Übrigens interessant, wie sonst ganz kluge Leute immer auf ein und denselben Irrtum durch Jahre hindurch wieder zurückkommen. Das ist nämlich sein voller Ernst. Meine philosophische Arbeit hält er für etwas gänzlich Nutzloses. Es gibt solche Menschen. Man soll stets lauthals, öffentlich soll man tätig sein, lärmen sich. Radikal gebärden. Aber belasten Sie sich doch nicht damit, was Ihre Freunde sagen. Die Konflikte bringen die Menschen nur um ihre Kraft. Schließlich aufgewachsen mit seinen Freunden. Man hat sich daran gewöhnt, von ihnen ein wenig geschätzt zu werden. Da ist es einem dann plötzlich, als ob man in einem luftleeren Raum atmen soll. Aber Sie haben doch Ihre Familie. Nein, Freunde alle. Ich habe bisher noch zu niemand darüber gesprochen. Sie wissen, wie sehr ich mit meiner Familie verwachsen bin, aber was meine Arbeit anbelangt, da kann mir meine Familie wirklich nicht das Mindeste sein. Meine Frau hat bestimmt einen sehr guten Willen, sie ist rührend. Sie findet alles schön. Ich weiß doch, dass sie kein Urteil haben kann. Deshalb bin ich so froh, dass Sie hier sind. Es passiert mir zum ersten Mal in meinem Leben, dass jemand für meine Arbeit, für das, was mir das Wichtigste ist, ein sachliches Interesse hat,
es so wie eine Heide, auf die es mal regnet. Das klingt ja beinahe poetisch, Doktor. Von meiner Familie habe ich nichts als Hemmnisse zu erwarten, was meine Arbeit anbelangt. Im Grunde wundert mich das auch gar nicht, aber dass man Freunde hat und dass auch die nicht ein bisschen Achtung dafür aufbringen, dass ein Mann wie Braun... Mich wundert nur, dass gerade Brauns Urteil Ihnen so wichtig ist. Naja, wir kennen uns von Jugend auf. Sie kennen ihn von Jugend auf. Und er mich. Er Sie? Wirklich? Das heißt bis zu einem gewissen Grade. Sie sind so grundverschieden, scheint mir. Ich will nicht sagen, dass er Sie beneidet, aber es ärgert ihn. Ja, Ihr zähes Festhalten an Ihrer Eigenart ist ihm unbehaglich. Das mag ihn sogar ängstigen. Gewisse sozialethische Ideen, oder wie man sie sonst nennen will, hat er irgendwo mitbekommen und daran klebt er nun. Daran klammert er sich, weil er ohne die nicht mehr gehen kann. Er ist keine starke Persönlichkeit als Mensch. Wie so viele Künstler. Er getraut sich nicht, allein zu stehen. Er muss Massen hinter sich fühlen. Mein Gott. Das hätte mir jemand vor Jahren sagen sollen, als ich fast verzweifeln wollte an dem Urteil meiner Freunde. Trotzdem, wenn ich daran denke, dass er jetzt rumläuft und sich ärgert, nimmt mir das die Ruhe. Ist es gut, wenn man so abhängig ist? Natürlich ist es nicht gut. Er wird zwar nun überhaupt nicht mehr wiederkommen. Er ist nie zuerst zu mir gekommen. Egal. Sie haben recht. Und deshalb werde ich jetzt auch nicht zu ihm gehen. Diesmal. Wollen wir also unsere Seefahrt antreten? Aber Sie wollten mir das dritte Kapitel vorlesen. Naja, das können wir ja mitnehmen. Ah ja, da ist es ja schon. Also gut, ich ziehe mich schnell um. Ich bin schnell fertig. Ah, das wird Sie interessieren. Denke ich mir. Das Fruchtmachung wird alles weggehen. Na? Nicht 100 bestimmt. Grübelst du schon wieder? Danke. Junger Vater, du. Wie ist dir denn zumute in deiner neuen Vaterwürde? Naja, wie immer. Bist du wieder nicht zufrieden? Doch, sehr. Warum ziehst du eigentlich jetzt immer deinen guten Anzug an? Trag doch die alten Sachen hier draußen. Bitte, Mutter, du siehst doch, dass ich lese. Ich möchte etwas nachsehen, einen Augenblick bloß. Warten Sie, ist ein Brief vom Bankier. Ich habe jetzt keinen Sinn dafür im Augenblick. Er fragt an, ob er verkaufen soll. Aber komm mir doch bitte jetzt nicht damit. Aber es eilt doch. Hier, meine Arbeit, die eilt noch viel mehr. Dann bleibt eben liegen. Dann sind wir eben ohne Geld morgen. Käthe, ich glaube, wir passen wirklich nicht zusammen. Da wundert ihr euch immer, warum man zu keiner Ruhe kommt. Wenn sich's nur mal ein bisschen in mir geordnet hat, da kommst du und da greifst du hinein. Mit Fuhrmannshänden geradezu. Gar nicht. Eben kam der Briefträger und da sag ich's dir einfach. Ja, das ist es ja. Das beweist eben eure absolute Verständnislosigkeit. Als ob eine geistige Arbeit sowas wäre wie Schuhe putzen. Der Briefträger kommt und du sagst mir's einfach. Dass du mir dabei eine ganze soeben mühselig zusammengehaspelte Gedankenkette durchreißt, das kommt dir überhaupt nicht in den Sinn. Das Praktische muss schließlich auch mal gedacht werden. Wenn ich dir aber sage, meine Arbeit geht vor, dann erst kann meinetwegen das Praktische kommen. Versuch doch mal, das zu begreifen, Käthchen. Unterstütz mich doch einmal ein bisschen. Oder sag mir gar nichts vom Praktischen. Besorg das auf deine Faust. Ich kann nicht allein dafür verantwortlich sein. Ja. Nur keine Verantwortung. Na ja, keinen selbstständigen Entschluss fassen. Macht ihr euch denn nicht mit aller Gewalt abhängig? Macht ihr euch denn nicht um jeden Preis unmündig? Ich kann jetzt nicht... Na, wann soll ich dir denn dann mit dem Brief kommen? Ich kann es auch nicht, wenn die Anna dabei ist. Tja, warum denn? Das ist auch wieder so kleinlich, so philisterhaft. Und wenn ich nun damit anfange, wenn sie dabei ist, dann möchte ich dich mal sehen. Sie, lass doch das Fräulein Ma aus dem Spiel. Die stört uns doch gar nicht. Ich sage auch nicht, dass sie uns stört.
aber es wird kaum sehr interessant für Sie sein. Immer die Geldsachen, immer die Angst, als ob wir morgen schon am Verhungern wären. Man hat manchmal wirklich den Eindruck, als ob dein Kopf und dein Herz ganz und gar nur voll Geld wären. Meinetwegen brauchst du dir überhaupt keine Geldsorgen zu machen. Aber was soll denn aus dem Jungen werden, wenn... Und du sagst doch selbst, dass du auf Verdienst vorläufig nicht rechnen kannst. Da muss man's doch zusammenhalten. Ich bin eben wohl kein Familienvater. Wie Pegasus im Joch komme ich mir vor. Ich werde noch mal ganz und gar daran zugrunde gehen. Es ist nicht sehr erfreulich für mich, sowas immer wieder hören zu müssen. Die Ma hat ganz recht. Die Küche und die Kinderstube, das sind die Horizonte der Ehefrau. Darüber hinaus existiert nichts mehr für euch. Einer muss schließlich kochen und für die Kinder sorgen. Die Anna hat gut reden, ich möchte auch lieber Bücher lesen. Ach, manchmal bist du so unvernünftig, so herzlos. Da bin ich nun wieder herzlos. Weil du mich quälst, das weißt du sehr gut. Was weißt du? Du weißt genau, wie wenig ich mit mir selber zufrieden bin. Du weißt das, aber du hast keine Spur von Mitleid. Immer wird mir alles aufgepackt. Aber wieso denn? Anstatt, dass du mein Zutrauen zu mir ein bisschen stärken würdest. Nein, da werde ich nur klein gemacht. Ich bilde mir, weiß Gott, nichts ein auf meinen großen Horizont. Aber ich bin nicht so gefühllos, wie du vielleicht glaubst. Ich habe schon lange gemerkt, dass ich dir ziemlich überflüssig geworden bin. Du bist mir doch nicht überflüssig. Das habe ich doch nie gesagt. Das hast du gesagt. Aber auch wenn du es nie gesagt hättest, ich fühl's doch. Ich kann dir nicht sein, denn deine Arbeit verstehe ich nicht. Und der Junge... Den gibt man seine Milch, man hält ihn sauber, aber das kann ein Kindermädchen auch. Und später kann ich ihm doch nichts mehr bieten. Da wäre bei der Anna viel besser aufgehoben. Kätchen, du bist aber wohl... Aber es ist doch so. Die hat doch was gelernt. Die versteht doch was, ja. Aber ich? Wie soll man jemand eine Stütze sein, wenn man nicht... Naja, es ist ja wahr, ich bin manchmal wohl wirklich gemein zu dir. Ach nein. Nein, das bist du nicht, aber... Komm, zieh dir jetzt den Brief an. Er fragt, ob er verkaufen soll. Welche Papiere? Die Spinnereiaktien. Langen denn die Zinsen nicht? Ach, wo denkst du hin? Wir haben diesen Monat wieder weit über 1000 Mark verbraucht. Aber das ist doch fast gar nicht möglich. Ich habe jeden Pfennig notiert. Das ist mir unfasslich. Nur du gibst dir viel weg, Hannes. Da schmilzt es halt zusammen, das Kapital. Na, soll er nun verkaufen? Ja, natürlich. Ja. Wart noch einen Augenblick. Überhaupt so schlimm ist es doch alles gar nicht. Ja. Wo gehst du denn hin? Ich will gleich die Antwort schreiben. Käthe. Ja? Willst du wirklich so gehen? Wie? So? Ich weiß auch nicht, wie. Was willst du denn? Ich weiß nicht, was mit dir ist. Nichts ist mit mir. Überhaupt nichts. Magst du mich denn nicht mehr? Nun komm, du sag doch was. Hast du mich denn nicht mehr lieb? Aber das weißt du doch. Aber was ist es denn? Das weißt du ja. Aber nein, gar nichts weiß ich. Ich möchte dir etwas sein können und... Aber du bist mir sehr viel. Aber so sag mir doch... Du kannst gar nichts dafür. Ich genüge dir eben nicht. Aber du genügst mir. Du genügst mir vollkommen. Oh, das sagst du bloß um... Aber nein, das ist meine heilige Überzeugung. Jetzt im Augenblick vielleicht. Aber woraus willst du denn das schließen? Das sehe ich. Habe ich dir je einen Grund gegeben? Nein. Na, siehst du. Das sind doch reine Grillen von dir. Böse Grillen, die man verjagen muss. Auch wenn es mal nur Grillen wäre... Verlass dich drauf. Ich glaube, er könnte ich noch den Kleinen hergeben. Aber Käthe, Ich hab dich so lieb. Ich komme gleich. Freund Ma und ich, wir wollen ein bisschen Boot fahren. Und du hast von jetzt an keine Grillen mehr. Versprichst du mir das? Aber was ist denn noch? Willst du mitkommen? Ich kann ja nicht weg. Na also. Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
grauderhaftes Nebelwetter heute Morgen. Mit dem schönen Herbst ist es vorbei. Ja, es soll gar nicht recht Tag werden. Hat Ihnen Frau Lehmann ausgerichtet? Ja, sie war bei mir. Weshalb sind Sie jetzt über eine Woche nicht bei uns gewesen? Dachte mir, Hannes braucht mich nicht mehr. Aber wie können Sie das? Er hat doch jetzt sein Fräulein Mara. Wie können Sie sowas sagen? Und er pfeift ja auf seine Freunde. Aber Sie kennen ihn doch, das war ja nicht sein Ernst. Doch, doch, doch. Ich weiß auch sehr gut, wer ihn da beeinflusst. Überhaupt. Die Mama mag eine ganz kluge Person sein, aber das steht fest. Sie ist zäh und egoistisch. Rücksichtslos, wo sie Ziele verfolgt. Sie weiß aber ganz genau, dass sie mir nichts vormachen kann. Aber was sollte sie denn für ein Ziel? Sie braucht ihn, wer weiß sowas. Ich passe ja nicht. Mein Einfluss passt ihr nicht. Aber ich habe wirklich nie bemerkt, dass Ich dränge mich nicht auf. Auf Johannes Bitten hin bin ich in der Friesagen rausgezogen. Wenn ich überflüssig bin, gehe ich wieder nach Berlin. Außerdem reist Anna heute ab. Sie reist ab? Ja. Und darum möchte ich Sie bitten, es wäre so schrecklich für Johannes, wenn er nun auf einmal gar niemand mehr hätte. Tragen Sie ihm nichts nach. Ich meine seinen Ton neulich. Wir kennen ihn doch, wir wissen doch, wie gut er im Grunde ist. Ich bin bestimmt nicht empfindlich, aber... Also. Dann bleiben Sie bei uns gleich heute, den ganzen Tag. Ich könnte höchstens noch mal wiederkommen. Aber so, dass Sie auch zum Abschied hier sind. Und passen Sie auf, es wird jetzt sehr hübsch bei uns. Ich habe auch manches einsehen gelernt. Wir wollen einen recht ruhigen und schönen Winter verleben. Und was ich dann noch gleich mitfragen wollte, ich muss nämlich Geld verdienen. Wie kommen Sie denn plötzlich auf so eine Idee? Das macht mir nochmal Spaß. Geld verdienen ist leicht gesagt. Ich kann zum Beispiel Porzellan malen. Ist da, das ist von mir. Oder wenn das nicht geht, dann könnte ich sticken. Sollen Wäsche, schöne Namenszüge. Sie machen ja nur Scherz. Aber wieso? Wenn Sie mir nicht auf der Stelle eine Erklärung geben, weiß also ich... Also kurz und gut, es treten Anforderungen an den Menschen. Wir sind alle nicht Naturen, die rechnen können. Am wenigsten Johannes. Man darf auch nicht so kleinlich sein. Man muss sorgen, dass genug da ist. Wenn Sie glauben, so viel verdienen zu können, das... Also das ist von vornherein verlorene Lebensmühe. Aber 3.000 Mark doch vielleicht im Jahr. Warum denn gerade 3.000? Die müsste ich haben. Ach, ist Johannes wieder mal in seiner grenzenlosen Großzügigkeit ausgenutzt worden? Nein, gar nicht. Soll etwa die Mar von euch unterstützt werden? Wie kommen Sie denn darauf? Das wäre ja wirklich... Also lassen wir die Sache jetzt erstmal ruhen. Sie kommen nachher wieder. Ja, ja. Ist das wirklich Ihr Ernst? Ach, wo? Spaß. Gehen Sie jetzt. Ja. Adieu. Bis gleich. Ja, bis gleich. Johannes? Ja? Soll ich mit zur Bahn? Ja, das musst du selber wissen. Fängt schon wieder an zu regnen. Hätten einen Wagen bestellen sollen. Ach, dazu ist es zu spät jetzt. Ja, leider. Braun war wieder hier. Auf einmal. Was wollte er denn? Er will jetzt wieder öfter zu uns kommen. Es soll alles wie früher zwischen uns werden. Das soll mich locken. Könnten wir nicht doch noch schicken? War es noch ein Wagen? Ach, doch nicht so weit zum Bahnhof. Es ist alles aufgeweicht. Überhaupt das denkbar ungünstigste Reisewetter. Die ganze Sache ist so übers Knie gebrochen. Sie würde bestimmt gern noch ein paar Tage hierbleiben. Und du hast es ihr angeboten. Ich ja, aber ihr nicht. Du und Mutter. Ihr habt kein Wort dazu gesagt. Das hat sie wohl bemerkt. Ach, das? Nein. Nein, ich glaube doch nicht. Wenn zwei so dabei stehen, so stumm wie die Fische, da vergeht einem auch die Lust. Verzichtet mal lieber.
Mir ist das richtig peinlich, dass wir sie so in Nacht und Nebel wegschicken. Von wegschicken ist gar keine Rede. Wir setzen ihr geradezu den Stuhl vor die Tür. Ein kaltes Bedauern leisten wir uns vielleicht noch. Aber das ist doch alles. Was denn für ein Bedauern? Vor Sorgen haben wir sie jetzt doch sichergestellt. Weißt du denn, ob sie es annimmt? Geld kann dafür Lieblosigkeit nicht entschädigen. Aber einmal muss sie doch weg. Wenn du mit mir allein nicht mehr zufrieden bist, dann muss ich eben... Aber was redest du denn da? Suggerier mir doch nicht Dinge ein, die überhaupt nicht existieren. Wenn dir daran liegt, dass ich meinen Verstand behalte. Meine Nerven sind auch keine Schiffstau. Johannes, so, jetzt bin ich fertig, Käthe. In genau 30 Minuten geht mein Zug. Leider. Ich bin so gerne bei euch gewesen. Ja, die Zeit vergeht. Ich würde mich jetzt zu Hause ganz und gar einspinnen. Arbeiten, arbeiten, sonst will ich nichts sehen. Wenn nur erst die Begrüßungen vorüber wären. All die vielen Freunde, die Fragen. Wirst du mir manchmal schreiben? Ja, gerne. Aber bei uns passiert ja nicht viel. Hast du nicht ein Bild von euch, das ich mir mitnehmen kann? Ein Bild? Ja. Ja. Nimm das hier. Aber es ist schon recht alt. Das macht gar nichts. Ich danke dir vielmals. Ja. Nun werde ich wohl bald wieder vergessen sein von euch. Aber Anna, wie kannst du? Bist du nicht doch ein wenig froh, dass ich nun endlich abreise? Wie meinst du das? Deine Schwiegermutter sieht mich auch nicht mehr gern. Das glaube ich nicht. Du kannst es mir glauben. Du hast so gut auf Johannes eingewirkt. Habe ich das? Ja, Anna. Und auf mich auch. Ich habe dir viel zu verdanken. Er hat einen so tiefen Zug um den Mund. Wer? Johannes, hier auf dem Bild. Eine richtige Gramfalte. Ach, Kätchen. Egal, man muss sich abfinden. Keine Freunde, keine Familie, das ist vielleicht doch das Beste. Wenn bloß bald die Arbeit erst wieder anfängt. Wenn ich doch etwas für dich tun könnte, Anna. Für mich tun? Das darfst du nicht, das kannst du auch nicht. Vielleicht doch. Vielleicht weiß ich, was dich quält. Was quält mich denn? Ich könnte sagen, aber... Ach, Unsinn. Ich bin nur hergekommen, jetzt gehe ich wieder, sonst ist gar nichts geschehen. Hunderten und Tausenden geht's nicht besser. Doktor, nun wollen wir. Tatsächlich. Und Ihr Manuskript, das schicken Sie mir doch, sobald es fertig ist. Ja, ja, das vergesse ich nicht. Aber ich könnte doch wenigstens ein klein bisschen beruhigter sein. Wollen Sie uns denn nicht das Freundschaftsrecht einräumen, Ihnen ein wenig zu helfen? Das verletzt mich, Doktor. Gut. Ich werde Ihnen nicht mehr damit kommen. Aber versprechen Sie mir, für den Notfall. Dürfen andere mit Ihnen teilen, so wollen wir es nicht mindern. Mutter, Fräulein Mahn möchte sich verabschieden. 4000 Dank, liebe Frau Fockerath. Lassen Sie es recht gut ergehen, Fräulein Anna. Da komme ich ja gerade noch zurecht, um auf Wiedersehen zu sagen. Nehmen Sie wohl, Braun. Wiedersehen. Wiedersehen, Kätchen. Und schreib mal. Ja, adieu. Und alles Gute. Nochmals vielen, vielen Dank. Und alles Gute. Für dich. Mädel, hör doch auf. Sie wird's schon verwinden. Wir wandeln alle nicht auf Rosen. Ach, es gibt so viel Schmerzen auf der Welt. Was hat sie denn? Ist dir noch was vorgefallen? Der liebe Gott hat mir soeben mal mit dem Finger gedroht. Ich habe ihn verstanden. So ein Charakter, so ein tadelloser Mensch wie Johannes. Sehen Sie, wohin es führt, wenn man auf die eigene Kraft pocht? Da heißt es immer so großartig, ich habe eine Religion der Tat. Da sieht man es wieder mal. Der liebe Gott bläst sie so schnell um, unsere Kartenhäuser. Mutter, sie bleibt. Wer bleibt? Sie bleibt noch ein paar Tage, Fräulein Anna natürlich.
Fräulein Anna, bla? Wo ist sie denn? Nein, gar. Also doch. Du, tu mir die Liebe bitte und nimm das nicht so ungeheuer wichtig. Johannes, hör mich mal an. Fräulein Mahr hat hier nichts mehr zu suchen. Erlaube bitte, in wessen Haus sind wir hier? Das weiß ich sehr gut. Aber da du mich daran erinnerst, werde ich dieser Person das Feld räumen. Mutter, du sprichst in einem Ton von Fräulein Anna, den ich wirklich nicht dulden kann. Und du sprichst in einem Ton mit deiner Mutter, der wieder das vierte Gebot verstößt. Aber was denkst du dir denn? Ich habe sie mit Mühe umgestimmt. Soll ich nun vor ihr dastehen? Wie? Dann werde ich mit ihr reden. Mutter, du wirst nicht zu ihr hinausgehen. Sie steht in meinem Schutz und ich werde sie vor jeder Beleidigung zu schützen wissen. Gegen jedermann. Aber Hannes. Gut, gut. Ich sehe schon. Es ist sehr weit mit dir gekommen, mein lieber Junge. Es steht mir nicht zu, dir Moralpredigten zu halten, aber du musst auch zugeben, dass du ein bisschen mit dem Feuer spielst. Ich muss gar nichts zugeben. Meine Beziehung zu Anna entzieht sich eurer aller Beurteilung. Du kannst doch nicht leugnen, dass du auch ein paar Verpflichtungen gegen deine Familie hast. Und du kannst doch nicht leugnen, dass ich auch ein paar Verpflichtungen gegen mich selber habe. Ihr habt geprahlt und geprahlt. Und jetzt, wo ich den ersten freien Schritt mache, da bekommt ihr es mit der Angst. Da redet ihr von Pflichten. Was heißt Pflichten? Du sollst nur klar sehen. Es handelt sich hier darum. Entweder diese Anna oder deine Familie. Du bist ja verrückt geworden. Wollt ihr mir denn mit Gewalt Konflikte aufschwatzen, die überhaupt nicht vorhanden sind? Was mich mit Anna verbindet, ist doch nicht das, was mich mit Käthe verbindet. Es ist Freundschaft zum Donnerwetter und die basiert darauf, dass wir gleiche geistige Interessen haben. Deshalb verstehen wir uns doch noch, wo uns andere nicht mehr verstehen, wo ihr mich noch nie verstanden habt. Seit sie hier ist, habe ich wieder ein bisschen Mut und Selbstvertrauen. Können denn eurer Meinung nach Mann und Frau nie Freunde sein? Mir ist nicht übel, aber du hast den Ding noch niemals gern nüchtern ins Auge gesehen. Ach Quatsch, ihr urteilt alle nach einer kläglichen Schablone. Die habe ich mir längst an den Füßen abgelaufen. Wenn ihr mir wirklich was Gutes wollt, dann lasst mich gefälligst in Ruhe. Dass eine Gefahr besteht jetzt nach euren Attacken, das glaube ich nun fast selber. Aber ich habe den Willen, mir das zu sichern, was mir Lebensbedingung ist. Ohne die Grenzen zu verletzen. Tja, ja, dein alter Fehler. Du willst Dinge vereinen, die sich nicht vereinen lassen. Es gibt doch nur eine Möglichkeit. Dass du einfach zu ihr gehst, ihr die Dinge erklärst, wie sie sind und sie bittest zu gehen. Fertig? Bist du fertig? Damit du nun wenigstens in diesem Punkt zur Klarheit kommst und nicht unnötige Worte verschwendest. Das, was ihr wollt, geschieht nicht. Ich bin nicht der, der ich noch bis vor kurzem war, Braun. Ich habe mich selbst gefunden und ich werde jetzt endlich einmal ich selbst sein. Trotz euch allem. Hast du mich jetzt verstanden? Das ist ja schon viel besser. Nimmst du denn deine Medizin auch regelmäßig? Die nützt dir was rechts. Ich wüsste schon, was besser nützt. Mutter, bitte. Ich nehme sie regelmäßig. Mir ist sie auch besser. Na also, siehst du. Adieu, wir kommen gleich wieder. Geht ihr weit? Aber nein, nur ein bisschen durch den Wald. Wiedersehen. Wiedersehen. Worüber denkst du denn nach? Ach, über allerlei. Worüber zum Beispiel? Zum Beispiel, ob es wohl Menschen gibt, die nichts zu bereuen haben. Sicher nicht. Johannes hat es manchmal nicht leicht gehabt, unter meinen Launen. Aber keiner kann gegen seine Natur, das ist das Unglück. Man war halt allzu sicher, man hat es nicht wahrgenommen.
Der kleine Fiedler ist ein lieber Kerl. Gestern habe ich ihn ein bisschen mit raufgenommen und die Bilder gezeigt. Da fragte mich, nicht wahr, Tante Käthe? Der Schmetterling ist ein Mann und die Libelle ist seine Frau. Und dann tippt er mir auf die Augenlider und fragt, schlafen da die Augen drin? Zu niedlich, diese Kinder manchmal. Ich meine, was man sich so für Sorgen und Schmerzen macht als Kind. Ich weiß noch, als ich klein war, jahrelang, wo nur ein Kartoffelfeld kam, da habe ich immer inbrünstig gebetet, lieber Gott, lass mich ein einziges Mal einen großen Totenkopfschmetterling finden. Aber ich habe nie einen gefunden. Später hat man dann andere Schmerzen. Johannes hatte als Kind auch immer sehr komische Einfälle. Hast du dich eigentlich gefreut, als Johannes geboren wurde? Aber was soll denn die Frage? Du etwa nicht über euren Jungen? Ich weiß es nicht. Aber Kate... Ich will mich jetzt wieder ein bisschen hinlegen. Fass mal meine Hand. Die ist ja eiskalt. Gib mir doch mal die Nadel. Was soll ich damit? Pass mal auf. Mädel, was machst du denn? Tut gar nicht weh. Keine Spur. Ich steche mich und spüre nicht meinen Schmerz. Ich fühle rein gar nichts mehr. Was das bloß für Ideen sind. Geh. Leg dich ein bisschen hin. Das wird dir gut tun. Tag. Guten Tag. Tag, Herr Braun. Sie entschuldigen mich bitte, Herr Braun. Ist schlimm? Wenn sie erst mal ganz zum Liegen kommt, dann weiß ich nicht mehr, was noch geschieht. Lesen Sie mal das Telegramm. Weiß Ihr Gatte warum? Nein, nein. Ich habe ihm nur geschrieben, dass er mal herkommen möchte, weil... Ja, weil ich doch nicht so bald fort könnte. Weil Käthe doch noch immer nicht ganz gesund ist. Sonst habe ich ihm nichts geschrieben. Nicht mal, dass Fräulein Ma noch immer hier ist. Ja. Kann ich auch weiter nichts dazu sagen. Hätte ich am Ende lieber nicht schreiben sollen? Die Käthe vergeht mir ja unter den Händen. Alle Augenblicke muss sie sich jetzt schon hinlegen. In den Kleidern aufs Bett. Ich kann es nicht mehr. Die Verantwortung kann ich nicht mehr allein tragen. Mit dem 6 Uhr Zug kommt der Volker? In einer guten Stunde, ja. Und hier hat sich nichts geändert in den 8 Tagen? Nein. Und sie hat nie Miene gemacht, endlich abzureisen? Nein. Johannes... Der ist förmlich wie verhext. Er war ja immer sehr reizbar, aber er war doch schließlich noch halbwegs zugänglich. Jetzt sieht und hört er nichts mehr. Nur noch diese Person. Nicht Mutter, nicht Frau. Ich weiß nicht, ob es da so gut ist, dass ihr Mann hierher kommt. Hannes wird dadurch sicher bloß noch gereizter. Und dann will er sich vor der Anna... Ich habe überhaupt das Gefühl, als ob er sich schon von alleine wieder rausarbeiten würde. Das habe ich auch geglaubt. Deshalb habe ich mich ja damals, als er sie zurückbrachte, wieder überreden lassen. Deshalb bin ich ja hier geblieben. Aber es wird ja immer schlimmer. Hat denn Käthe nie mit ihm darüber gesprochen? Ja, einmal. Und sind sie wach gewesen die halbe Nacht. Weiß Gott, was sie da gesprochen haben. Aber Käthe ist ja viel zu geduldig. Sie nimmt schließlich noch seine Partei, wenn ich mal was sage. Ob ich vielleicht mal mit der Ma rede? Vielleicht wäre das ganz gut. Aber eh Herr Fokker hat in seiner Weise eingreift. Das kann die Sache meiner Ansicht nach nur verschlimmern. Was blieb mir denn sonst übrig? Wenn Sie wirklich mit ihr reden wollen? Oh, großer Gott. Ich kann Sie jetzt unmöglich sehen. Kommen Sie mit. Muss was los sein auf dem See. Polizist ist im Kahn. Vielleicht wieder ein Unglück. Ein melancholisches Vorurteil. Ja, das kommt ja oft vor. Das ist ein gefährliches Wasser. Was haben Sie denn da? Ein Katzenpfötchen. Die nehme ich mir mit zum Andenken. Naja, wenn Sie mal reisen, heißt das. Und das wird so bald nicht sein. Meinen Sie? Es wird jetzt schon rechtzeitig finster. Ja, und kühl, sobald die Sonne weggeht. Soll ich Licht machen? Wenn Sie wollen. Sonst halten wir ein bisschen Dämmerstunde. Dämmerstunde.
Da kommen die alten Erinnerungen. Märchen? Ja, auch. Es gibt wunderschöne Märchen. Und wissen Sie, wie die schönsten gewöhnlich enden? Da zog ich mir einen gläsernen Pantoffel an und stieß an einen Stein. Da machte er Kling und sprang in zwei. Auch ein melancholisches Vorurteil. Ich möchte Ihnen jetzt etwas sagen, aber Sie müssen sich's bitte ganz ruhig anhören. Ja, und was? Ich möchte reisen. Ich glaube, meine Zeit hier ist zu Ende. Ich habe mich zum Wochenende zu Hause angemeldet. Aber weshalb denn? Aus vielen Gründen. Man soll also alles, was man gewonnen hat, einer unsinnigen Konvention aufopfern. Können die Menschen denn nicht einsehen, dass ein Zustand kein Verbrechen sein kann, in welchem beide Teile nur gewinnen, beide Teile besser und reifer werden? Ist das denn wirklich ein Verlust für die Eltern, für die Frau? Sie werten anders, als ihre Eltern werten. Und ihre Eltern werten anders als ihre Frau. Aber Sie haben selbst oft genug gesagt, man soll die Rücksicht auf andere nicht über sich herrschen lassen. Man soll sich nicht abhängig machen. Und wenn man abhängig ist? Na ja, gut, ich bin abhängig, aber Sie? Warum nehmen Sie für die anderen Partei? Ich habe Ihre Frau und Ihre Mutter sehr lieb gewonnen. Ist mein Gefühl für Käthe etwas schwächer geworden? Wo ist außer mir ein Mensch, der Ihnen das glauben wird? Wird Ihre Frau deshalb weniger leiden? Nehmen wir mal an, ganz allgemein, ein neuer, vielleicht ein vollkommenerer Zustand wird von jemand vorempfunden. Dann ist er vorläufig im Gefühl eine überzarte junge Pflanze, die man schonen und wieder schonen muss. Meinen Sie nicht auch? Dass sie sich auswächst, während wir leben, das dürfen wir nicht hoffen. Wir können sie niemals groß werden sehen. Ihre Früchte sind für andere bestimmt. Auf die Nachwelt den Keim bringen, das können wir vielleicht. Ich könnte mir sogar denken, dass jemand sich das zur Pflicht macht. Und daraus wollen Sie ableiten, dass wir uns trennen müssen? Ich wollte gar nicht von uns reden, aber ja, wir müssen uns trennen. Und wenn nun keine Existenz darüber zugrunde ging? Das ist nicht möglich. Wenn nun Käthe die Kraft hätte, wenn es ihr gelänge zu erfassen, dass auch ein höherer Zustand, eine geistige Gemeinschaft zwischen Mann und Frau möglich ist. Wenn es ihr gelänge, zu leben, neben mir, dann würde ich mir selbst doch nicht trauen können. Wollen wir nun nicht Licht machen? Es ist noch dunkel hier. Ich will die Lampe erst anzünden. Nun haben Sie noch einen Augenblick draußen, Herr Braun. Wer ist denn hier? Wir, Mutter. Du, Johannes? Naja, wir, Freund Anna und ich. Im Dunkeln sitzt ihr hier? Johannes? Ja? Kannst du dann bitte mal in die Küche kommen? Ich muss dir was sagen. Ja, geht es denn nicht hier auch, Mutter? Wenn du keine Zeit für mich übrig hast, dann sag's. Ach, Mutter, ich komm schon. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich möchte nicht stören. Ach, Braun. Guten Abend. Guten Abend. Man sieht Sie ja so selten. Ja? Es wurde schon mehrmals nach Ihnen gefragt. Von wem? Von Hannes bestimmt nicht. Von seiner Frau. Sehen Sie, ich... Oh, das ist ja jetzt alles Nebensache. Wir sind voll in einer Stimmung, dass wir uns eigentlich was Lustiges erzählen sollten. Wissen Sie nicht was? Man muss sich manchmal zum Lachen zwingen. Leider nein. Fast, Sie verstehen den Sinn des Lachens nicht. Eigentlich bin ich hierher gekommen, um etwas Ernstes mit Ihnen zu besprechen. Mit mir? Ja. Bitte, ich höre. Ich war damals in schweren Konflikten.
Damals, als wir uns kennenlernten in Paris. Im Grunde natürlich über Palien. Es ist schließlich gleichgültig, ob man so malt oder so. Kunst ist halt Luxus, nicht mehr. In unserer Zeit bloß ein Luxusarbeiter zu sein, das ist ja wohl sowieso nicht ganz das Richtige. Damals war ihr Umgang jedenfalls wie ein Notanker für mich. Ich will sagen, ich habe sie damals sehr schätzen gelernt. Und was Sie sagen, ist zwar nicht allzu schmeichelhaft, aber reden Sie nur weiter. Wenn Worte wie die Sie verletzen, bedauere ich, dann verwirren sich meine Begriffe. Das tut mir leid. Es ist mir peinlich und unangenehm. Man sollte den Dingen einfach ihren Lauf lassen. Trotzdem, ich muss heute an Ihr Gewissen appellieren. Wissen Sie, was Papst Leo X. über das Gewissen gesagt hat? Das weiß ich nicht. Das liegt mir in diesem Augenblick auch ziemlich fern. Ein bösartiges Tier sei es, das den Menschen gegen sich selbst bewaffne. Aber bitte, bitte, ich bin wirklich ganz Ohr. Also, ich wollte sagen, Sie müssten doch sehen, dass es sich hier um die Existenz einer Familie handelt. Ein einziger Blick hier auf die junge Frau müsste Ihnen doch jeden Zweifel in dieser Hinsicht nehmen. Und Ihre Beziehung zu Johannes... Herr Braun, Sie bis hierher anzuhören, glaubte ich, dem Freunde meines Freundes schuldig zu sein. Was Sie nur noch sprechen, sprechen Sie im Wind. Ja, dann... Guten Abend. War das Braun? Ist er schon gegangen? Ja. Dann hat er wohl nicht weiter was mit Ihnen gesprochen. Doch. Anna, ich kann mich nicht besinnen, dass ich jemals jemand die Gastfreundschaft verweigert hätte. Aber jetzt weiß ich keinen anderen Weg mehr. Es ist der letzte Ausweg für uns alle. Ich möchte Ihnen nicht wehtun. Ich kann Sie nur bitten. Lassen Sie Johannes los, ehe alles zu spät ist. Ehe seiner Frau das Herz gebrochen ist. Liebe Frau Fockerath, es ist beschlossene Sache, dass ich abreise. Wenn es sich also nur darum handelt... Nein, es sind hier gewisse Umstände... Es müsste gleich sein. Sie müssten noch in dieser Stunde das Haus verlassen. Es bleibt uns allen keine andere Wahl mehr, Anna. Ich habe verstanden. Adieu, Frau Fockerath. Ich danke Ihnen. Konnten Sie glauben, dass ich noch zögern würde? Werden Sie meinem Sohn sagen, was wir gesprochen haben? Seien Sie unbesorgt. Behüt sie Gott. Mutter, ich möchte wissen, wer dir ein Recht gibt, Gäste aus meinem Haus hinauszuweisen. Ich habe niemand hinausgewiesen. Mutter, du lügst! Johannes! Das wagst du deiner Mutter ins Gesicht zu sagen. Ich muss es dir sagen, denn es ist so. Fräulein Anna ist im Begriff abzureisen und... Hat sie gesagt, dass ich ihr das Haus verboten hätte? Das braucht sie mir nicht zu sagen, das weiß ich. Wie willst du das wissen? Sie geht... So lange habt ihr gebohrt und... Vater. Da, Johannes. Was führt dich denn hierher? Ach, hat Mutter dich gerufen? Ja. Um mir alles zu erzählen. Und um dir beizustehen. Inwiefern brauche ich Beistand? Insofern du schwach bist. Schwach wie wir alle. Und wenn? Womit willst du mir helfen? Ich will dir sagen, wie gut wir es mit dir meinen. Und dann wollte ich dir auch noch sagen,
dass Gott Freude hat über einen Sünder, der Buße tut. Ein Sünder bin ich? Ach so. Wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, sagt die Schrift. Vater, ich muss dir leider sagen, ich stehe wohl auf einem ganz anderen Boden als du. Du stehst auf einem abschüssigen Boden. Wie kannst du sowas sagen? Woher kennst du den Boden, auf dem ich stehe? Meinen Weg kennst du doch gar nicht. Der breite Weg ins Unglück ist es. Bitte, Vater. Deine Worte sind gewiss gut gemeint, aber sie finden in mir keinen Widerhall. Ich denke, ich habe dir oft geraten. Und du bist gut dabei gefahren. Und darum sage ich dir heute, belüge dich doch nicht selber. Denke an deine Frau, an deinen Jungen. Vielleicht auch an deine Eltern. Nur an mich selbst soll ich nicht denken. Nicht dir wird freier und leichter sein nach dem Entschluss. Und wenn es nicht so ist? Verlass dich drauf, es wird so sein. Und Fräulein Ma? Die Weltkinder überwinden leicht. Und wenn sie nun nicht leicht überwinden? Dann ist es nicht Gottes Wille gewesen. Vater, wir verstehen uns nicht. Wir werden uns in dieser Angelegenheit wohl nie verstehen. Es ist hier gar nicht von Verstehen die Rede. Auf das Einigen kommt es hier gar nicht an. Worauf denn? Ach, du meinst, ich solle jetzt tun, was du willst? Auch wenn es mir nicht recht erscheint. Ich werde dir wohl nichts Unrechtes raten. Es tut mir leid, dir so etwas vorhalten zu müssen. Wir haben dich großgezogen, nicht ohne Sorgen. Wir haben kein Opfer gescheut, als du krank warst. Und du bist viel krank gewesen in deiner Jugend. Wir haben alles gern und mit Freuden getan. Ja, und dafür bin ich euch dankbar. Na, das sagt man und man sagt ein Wort. Ach, du meinst also, ich sei undankbar? Ich lohne der Mühe nicht. Ich weiß nicht, ob du dich noch an dein Gebet von zu Hause erinnern kannst. Es hieß, lieber Gott, ich bitte dich, einen frommen Menschen lass mich werden. Sollte ich aber das nicht werden? So nimm mich lieber von der Erde. Ich weiß. Du meinst also, es wäre besser gewesen, ihr hättet mich begraben. Wenn du fortfährst, diesen abschüssigen Weg zu gehen, wenn... Ich glaube fast auch, es wäre besser gewesen. Komm zu dir, Junge. Ich bitte dich, lass mich in Ruhe, bitte. Ihr habt mich nie verstanden. Ihr werdet mich nicht verstehen. Gut. Komm, Mutter. Hier haben wir nichts mehr zu suchen. Nur eins muss ich dir noch sagen. Hast du dir deine Frau mal angesehen? Du und dieses Fräulein Mar? Na. Komm, Mutter. Vater. Ja? Dann sagt mir bitte, was ich tun soll. Halte sie nicht. Lass sie gehen. Und? Gott gebe dir die Kraft. Adieu. Anna. Sie dürfen jetzt nicht fortgehen. Am allerwenigsten jetzt. Jetzt, in diesem Augenblick. Bitte denken Sie daran, was wir gesprochen haben. Noch vor kaum einer Stunde. Ich weiß nicht mehr, was wir gesprochen haben. Mein Kopf ist ganz leer. Ich weiß auch nicht mehr, was ich eben hier mit meinem Vater gesprochen habe. Es wäre aber gut, wenn unsere letzten Minuten klare Minuten wären. Ich weiß nur, ich war etwas. Durch sie. Durch ihre Gegenwart. Ihre Worte. Und wenn ich das nicht mehr sein kann, dann kann mir auch alles andere nichts mehr nutzen. Dann kommt ein Strich unter die Rechnung. Und ich schließe ab.
Einen Tag früher, einen Tag später. Wir mussten doch damit rechnen. Erinnern Sie sich gar nicht mehr an unser Gespräch? Wollen wir uns ein Gesetz geben und danach handeln? Ein Leben lang, unser ganzes Leben lang, wenn wir uns auch nie wiedersehen, nach dem einen eigenen Gesetz. Es gibt sonst nichts, was uns verbinden kann. Alles andere trennt uns. Wollen wir? Na gut, ich will. Danke, Anna. Leben Sie wohl, Johannes. Und wohin reisen Sie? Vielleicht nach Norden, vielleicht nach Süden. Sie wollen es mir also nicht sagen. Es ist besser, Sie fragen mich nicht danach. Aber wollen wir uns nicht hier und da ein paar Worte, eine kurze Nachricht vielleicht, was wir tun, wo wir uns aufhalten? Dürfen wir denn das? Ist es nicht die größte Gefahr, dass wir dann an uns selbst scheitern? Und wenn wir scheitern, dann sind wir auch noch betrogen. Wir sollen uns also niemals wiedersehen. Wenn wir uns wiedersehen, dann haben wir uns verloren. Und wenn ich das nur nicht ertrage? Anna! Ach, bitte nicht, Johannes. Jetzt gehe ich. Und Sie bleiben hier und lassen mich bitte allein aus dem Haus gehen. Endgültig. Anna, bitte. Wilde Gänse. Wo denn? Na, dort überm See. Siehst du nicht? Die Punkte da, die durch den Mond fliegen. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Das weißt du doch. Hör ich mal. Was ist denn nun noch? Sei doch mal still. Was ist denn? Das ist wohl nichts. Wir waren nur so, als wenn unten am See jemand mit den Rudern gepoltert hätte. Wer soll denn da poltern? Komm rein. Mir ist es zu kalt hier draußen. Käthe. Ja. Sag mal. Im Stockfinstern sitzt du hier drinnen. Käthe. Und wer weiß, wie lange schon. Sag, hey, ist doch nicht weiter was, Mädel. Lass mal gut sein. Es wird alles wieder ins Gleis kommen. Das Schlimmste ist doch jetzt Gott sei Dank vorüber. Mir ist wie jemand, der was ganz Unsinniges unternommen hat. Und der nun zur Einsicht kommt. Wie meinst du das? Ist Anna abgereist? Ja. Und du musst nun auch wieder froh und glücklich werden. Oder liebst du Johannes nicht mehr? Eigentlich, ich bin doch noch ganz gut durchs Leben gekommen. Die Fanny Stenzel, die hat einen Pastor geheiratet. Aber wenn sie auch noch so zufrieden und glücklich ist. Glaubst du, dass ich mit der tauschen möchte? Es riecht nach Rauch, nicht? Nee, ich riech nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist alles aus, es ist alles aus. Käthe, Käthe, wer wird denn so kleingläubig sein? Mein erstes Gefühl damals,
als Johannes zu mir kam und mich holen wollte. Das war ganz richtig. Den ganzen Tag ging es mir damals im Kopf rum. Was soll denn ein so geistreicher, ein so belesener Mann mit dir auf die Dauer anfangen? Was kann er denn an dir haben? Und das war so richtig gedacht. Und jetzt steht er nicht groß da vor dir, sondern du stehst groß da vor ihm. Zu dir muss er jetzt aufschauen. Das ist die Wahrheit. Und deshalb, es ist so, wie Mutter sagt, wenn du verzeihen kannst... Wenn es nur was zu verzeihen gäbe. Man verzeiht so gern, einmal, hundertmal, tausendmal. Aber Johannes, ich habe ihm ja gar nichts zu verzeihen. Hier heißt es nur, du bist das und nicht das. Ich weiß nun einfach, was ich bin und was ich nicht bin. Guten Abend. Guten Abend, Herr Braun. Ist Johannes hier? Na, ich denke, oben in seinem Zimmer. Sicher? Na, ich glaube doch. Nicht wahr, Mutter? Na, weshalb denn? Ich will lieber mal nachsehen. Was hat er denn? Wo ist denn Johannes? Na, wo soll er denn sein? Oben in seinem Zimmer doch wohl. Nun? Herr Braun. Oben ist er nicht. Was haben Sie denn? Nichts. Na, Sie haben doch was. Das ist vielleicht Unsinn, aber es ist wieder jemand draußen ertrunken. Sie suchen gerade den See ab. Und... Um Gottes Willen. Was ist denn noch? So reden Sie doch. Ja, so reden Sie doch endlich. Als ich vorhin an Ihrem Grundstück vorbeikomme, höre ich, dass jemand den Kahn losmacht. Wie ich näher komme, da fährt wirklich jemand aus. Ich wusste nicht, wer. Ein Mann. Aber er hat keine Antwort gegeben. Unser Johannes. Laterne in den Garten. Schnell! Laterne! Sie haben ihn gerufen und er hat keine Antwort gegeben. Er konnte wohl nicht mehr leben, denke ich mir. Das war in unserer Reihe Theater im Hörspiel Einsame Menschen von Gerhard Hauptmann. Unter der Regie von Rudolf Nölte sprachen das Ehepaar Fockerath, Paul Hartmann und Mila Kopp, Johannes und Käthe Fockerath, Thomas Holzmann und Gertrud Kügelmann, Braun, Gerd Vespermann, Anna Mahr, Ellen Schwiers, Pastor Collin, Friedrich Maurer, Frau Lehmann, Ellen Mahlke, die Amme, Claudia Bethke. Sie hörten eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1962.